Hallo und noch einmal herzlich willkommen. Es ist schön, euch hier zu sehen. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema. Es ist auch ein sehr herausforderndes Thema, zumindest war es herausfordernd. Wir haben dieses Thema seit dem Beginn unserer Bewegung studiert, aber man muss gewisse Dinge auch durchleben, bevor man sie versteht, was die Prophetie eben bedeutet oder darüber spricht. Heute werden wir über die zwei Zeugen sprechen. Das kommt von Offenbarung 11. Und mein Ziel ist es, einfach zu erklären. Das Thema selbst ist kompliziert, aber ich denke, ihr werdet bald sehen, dass wenn du die richtigen Rahmenbedingungen hast und wenn die Dinge dann so sind, wie sie sein sollten, dann macht es Sinn und wird klar. Das werden wir uns heute ansehen. Und das ist so etwas wie ein Nachfolgethema, eine Weiterführung einer vorigen Lektion, die wir abgehalten haben, nämlich die des Zeichen Jonas. Denn im historischen Umfeld, da gab es einen Mann namens William Miller, der lebte von 1782 bis 1849. Und als er sich bekehrte und Christ wurde, da studierte er die Bibel ziemlich methodisch. Und als er zu den Prophetien in Daniel kam, zu den Zeitprophetien, da verharrte er für eine lange Zeit, bis er fähig war, alles im historischen Kontext zu verstehen. Nun, wir haben letztes Mal darüber schon gesprochen, werde das heute nicht mehr im Detail ansprechen, aber ich möchte hier das große Bild der Zeitlinie darstellen. Also hier ist William Miller und der prophezeit über die Zeit in 1844. Er verkündigte eben, dass Jesus zu dieser Zeit wiederkommen würde. Aber die Kalkulation basierend auf der Zeitprophetie in Daniel war korrekt. Und in der Tat gibt es hier die Prophetie aus dem Kapitel Offenbarung 10. Und dort wird über das kleine Büchlein gesprochen und das bezieht sich auf William Miller. Miller nahm das kleine Buch von Daniel, studierte es und aß es auf. Und es war süß im Mund. Die Milleriten predigten ja die Wiederkunft Jesu, das war ein herrliches Ding. Und sie haben über dieses Datum in 1844 gepredigt. Aber wenn es dann heißt in der Prophetie, dass es im Bauch bitter wurde, das war deshalb, weil Gott ja zuvor schon wusste, dass obwohl die Zeitkalkulation korrekt war, war es aber trotzdem nicht das korrekte Ereignis. Es war nicht die Wiederkunft Jesu, aber die Zeit des Gerichts begann, okay? Dann war eine lange Zeitperiode, aber am Ende des Kapitels 10 heißt es, und der Engel sagt, dass du abermals weissagen sollst. Und das steht natürlich im direkten Bezug zu dieser Zeitprophetie von Miller. Er isst das Buch, es macht den Bauch bitter in 1844 und dann heißt es, du musst erneut weissagen. Aber die Adventgemeinde, die aus der Milleritenbewegung hervorkam, prophezeite eben nicht noch einmal. Okay, also diese Zeit hier, und wir verstehen sie als die Gerichtszeit, es begann die Zeit des Gerichts. Und das war unsere erste Orion-Studie, und das führte uns zum Verständnis über diese Gerichtszeit. Und das ist sehr eng verbunden mit der siebenten Tags-Advent-Gemeinde. Aber das ist heute nicht unser Fokus.
Jedenfalls dauert dieser Zyklus 168 Jahre, beginnend kurz nach 1844, also genau genommen 1846, nachdem die Abläufe bei Gerichtsbeginn abgeschlossen waren, dann begann dieser Zyklus und endete in 2014. Und das ist der Zeitraum, den wir betrachten werden. Gleich nachdem Offenbarung 10 endet, mit diesem kleinen Buch, und da, wo es heißt, noch einmal weiß zu sagen, da kommt dann Offenbarung 11 mit den zwei Zeugen. Also das, was wir hier tun, ist gerade die vergangene Geschichte von Offenbarung 11 mit den zwei Zeugen. Die zwei Zeugen selbst sind die Antwort auf das abermals Weissagen. Zunächst war also das kleine Buch, Miller hatte diese Zeitbotschaft, dann war eine lange Zeit ohne Zeitbotschaft, so wie Jona es eben abgelehnt hatte, die Zeitbotschaft zu verkündigen, und dann sagt der Engel, noch einmal Weissagen, und dann kommt die Zeit der zwei Zeugen. Auf das ist hier ganz speziell hingewiesen. Zunächst einmal möchten wir etwas klar verstehen, nämlich wie das mit dem Gericht aussieht. Viele Leute haben ein vages Verständnis über dieses Gericht, und das ist aber sehr wichtig, dass es da ein bisschen mehr Details über dieses Gericht gibt. Nicht sehr viel, aber ein wenig brauchen wir. Im 2. Timotheus 4 heißt es, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu, der da richten wird, Lebendige und Tote. Also, die Lebendigen und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche. Also am Ende, wenn er erscheint, da wird er richten, die Lebendigen und die Toten. Da gibt es zwei Teile im Gericht. Petrus trägt auch dazu bei, und zwar in Apostelgeschichte 10. Wir lesen hier die kleine eine Passage. Und wir sind Zeugen. Also Petrus und andere der Jünger sind Zeugen von all dessen, was er, Jesus, sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. Er sagt also, wir waren Zeugen oder wir sind Zeugen, denn sie haben diese Dinge gesehen. Sie haben bezeugt, was Jesus getan hat. Dann heißt es weiter, diesen, also Jesus hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Also es heißt hier, dass wir bezeugen, dass es Jesus ist, der dazu verordnet ist, Richter der Lebendigen und der Toten zu sein. Wiederum, zwei Teile des Gerichts. Ein weiterer Vers noch, das kommt hier vom 1. Petrus Kapitel 4, wo es wieder hervorgehoben wird, wobei es sie, die Heiden, befremdet, dass ihr nicht mitlaufet zu demselben Treiben der Ausschweifungen. Er spricht davon, dass wenn man konvertiert ist und man seinen Lebensstil ändert, dass dann die Freunde den neuen Lebensstil nicht verstehen, welche dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Also mehrfach in der Schrift wird hervorgehoben, dass es im Gericht zwei Teile gibt. Lebendige und Tote werden gerichtet. Und das werden wir genauer betrachten. Auf unserer Zeitlinie sieht es jetzt so aus. Hier ist die Zeit von Miller. Dann war dieser Gerichtszyklus, den wir vorher betrachtet haben. Das war das Gericht an den Toten. Und dann kommt das erneut Prophezeien mit den zwei Zeugen. Und das ist der Teil für die Lebenden. Von woher kommt denn das? Zunächst einmal
Schauen wir uns noch einmal den letzten Vers von Offenbarung 10 an, um den Kontext zu bekommen. Und es wurde mir gesagt, du musst wiederum weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Erneut, das steht im Kontext dieses kleinen Büchleins von Daniel, dieser Zeitprophetie. Das heißt also, du musst eine Zeitprophetie erneut weissagen. Dann kommt Offenbarung 11,1. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stabe gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Nun, messen, das ist etwas, um etwas zu vergleichen. Man vergleicht etwas mit einem Standard, so wie eine Waage zum Beispiel. Aber in diesem Fall, da gibt es einen Messstab und es wird eine Länge gemessen. Es geht um den Tempel Gottes zu messen. Das ist das Erste, was gemessen werden sollte. Und das hier ist der Standard. Der Tempel ist der Standard. Immer wenn es um eine Maßeinheit ging, zum Beispiel wie ein Schekel, dann ging es immer um den Schekel des Heiligtums. Das war die Basis. Das war der Standard, wenn man so möchte. Wenn er also misst, dann misst er zuerst den Tempel Gottes, um den Standard zu erhalten. Und mit dem vergleicht er dann. Und mit was? Okay, lasst uns zuerst den Tempel betrachten, was es ist. In Johannes 2 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brechet diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Auf was bezog er sich? Auf seinen Körper, auf Jesus. Jesus ist dieser Tempel, Jesus ist dieser Standard. Und wenn man Jesus misst, dann erinnern wir uns an folgenden Vers. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Das ist also das Maß. Das Maß der Fülle Christi. Natürlich symbolisch. Es geht um den Charakter der Leute. Also das heißt, den Tempel Gottes zu messen. Und dann, mit diesem Standard, wird nun der Altar verglichen und die, die darinnen anbeten. Nun, das sind 2 ganz verschiedene Dinge. Der Altar war hier innerhalb des inneren Vorhofes, in dem Bereich, wo sie die Tiere geschlachtet haben, neben dem Altar. Also der Altar ist mit was in Verbindung zu bringen? Mit Opfer oder mit dem Tod der Tiere? Im Gegensatz dazu, da gibt es jene, die im Tempel anbeten. Und das war hier in diesem Bereich. Die Juden waren hier in diesem Bereich, wo sie angebetet haben. Und diejenigen, die anbeten, sind lebend. So hier hast du den Unterschied, den Kontrast, die Toten und die Lebenden, so wie es im Gericht auch ist. Und das hier ist der die Gerichtsszene, das Messen des Tempels und verglichen mit dem Standard Christi. Und dieser Standard wird mit den Toten in Verbindung gebracht und verglichen und mit denen, die anbeten. Deswegen gibt es auch das Gericht an den Toten und dann das Gericht an den Lebenden, Altar und die Anbeter. Amen. Amen. Danke. Ja, genau. Das ist dieselbe Abfolge wie im Vers. Und in Offenbarung 11, dort heißt es weiter dann, der nächste Vers, Vers 2, lautet, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, ohne die Leute, wirf hinaus, also das hier, außen rundherum dort, wo die Heiden
angesiedelt sind. Die Heiden waren ja nicht erlaubt, in den inneren Hof des Tempels einzutreten. Aber sie konnten ja nur zur Außenseite hin gelangen. Also es heißt hier, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Also er maß nicht den Teil der Heiden außerhalb. Das bedeutet, dass das nicht Teil des Gerichts ist. Okay? Nun, er gibt aber einen Zeitrahmen an für den Bereich der Heiden, die die heilige Stadt zertreten sollten. Nur ganz kurz, das ist nicht unser Hauptfokus heute, aber dass wir den Kontext verstehen. Diese 42 Monate beziehen sich auch auf Daniel und wir vergleichen Daniel mit Offenbarung. Dort heißt es im Kapitel 7, da gibt es diese Vision über die verschiedenen Tiere, die aus dem Meere kommen. Und das vierte Tier, da kommt ein kleines Horn hervor. Und die Tiere repräsentieren Königreiche während der Zeit. Das waren damals die Weltkönigreiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland und das vierte war das römische Imperium. Und aus dem römischen Imperium kam das kleine Horn hervor. In Daniel 7,25 heißt es, und er, das kleine Horn, wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Örter vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetze zu verändern und sie werden eine Zeit, also die Heiligen werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Das ist einfach eine andere Art, dieselbe Zeit auszudrücken. Diese 42 Monate, das ist dasselbe wie Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Also Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Das bedeutet hier diese Bibelstelle. Ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Diese zusammen sind 3,5 Jahre und das sind 42 Monate. Das hier bezieht sich also auf denselben Zeitbereich. Und das war hinten, also vor der Zeit des Gerichts. Er sollte das nicht messen und das war die Zeit, wo die Kinder Gottes, die heilige Stadt, wenn man so möchte, unter die Füße getreten wurde. Ja, genau, das dunkle Mittelalter. Also hier im Bild sehen wir den äußeren Vorhof, diese 1260 Jahre für die Heiden, also im Mittelalter, dort, wo die Bibel ihnen vorenthalten wurde. Das steht natürlich im Kontext der katholischen Kirche. Also dieser Zeitbereich war nicht Teil des Gerichts. Da könnte man noch viel mehr sagen dazu, aber wie gesagt, unser Fokus bezieht sich auf die eher jüngere Zeit. Nachdem das hier erklärt ist, heißt es weiter, und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben. Jetzt sprechen wir von der eher gegenwärtigen Zeit. Und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Gut, betrachten wir das auf unserer Zeitlinie. Hier ist der William Miller noch einmal mit dem kleinen Büchlein. Dann gibt es das Gericht an den Toten, den Altar also messen. Und dann die Anbeter messen, das ist das Gericht an den Lebenden. Und das ist die Zeit, über die wir hier sprechen, die Zeit der zwei Zeugen. Alles andere haben wir jetzt betrachtet in der Vergangenheit. Blicken wir nun genauer auf die Zeit der zwei Zeugen. Dort heißt es, dass sie für 1260 Tage in Sacktuch prophezeien werden. Gut?
Was ich mache hier, das ist, euch einen Überblick zu zeigen. Wir werden nicht in all diese Details hineingehen, also noch nicht jetzt, aber am Ende werden wir die fehlenden Teile ausfüllen. Zunächst aber einmal ist wichtig, das große Bild zu erhalten und zu verstehen, wie die zwei Zeugen und ihre Zeitlinien aneinander passen. Hier haben wir also die 1260 Tage. Ich überspringe hier einige Details im Kapitel. Ich gehe gleich zum Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, also die zwei Zeugen, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraussteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Also die zwei Zeugen sterben, nachdem sie ihr Zeugnis beendet haben. Und dann heißt es weiter im Vers 11, und nach den drei Tagen und einen halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen, und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. Gut, nun in unserer Zeitlinie, da haben wir die 1260 Tage in Sacktuch, das Predigen in Sacktuch, dann kommt ihr Tod. Und das sind 3,5 Tage. Und dann heißt es, der Geist des Lebens kommt in sie und sie stehen auf ihren Füßen. Das ist das grobe Bild für diese zwei Zeugen. Lesen wir weiter, nachdem sie eben auf ihren Füßen stehen, da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steiget hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Und das hier ist wirklich die einzige Referenz oder Bibelstelle zu einer Entrückung in der ganzen Offenbarung, wo es wirklich heißt, sie stiegen hinauf in den Himmel in einer Wolke. Also hier ist die Entrückung. Und das bedeutet, dass die Geschichte direkt bis zum Ende hinführt. Direkt bis zur Entrückung. Und wir werden sehen, sogar noch ein kleines bisschen danach. Wir können diese Bibelstelle oder diese Sprache mit der besonderen Entrückungsstelle von Paulus im 1. Thessalonicher 4 vergleichen, wo es heißt, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken. Das ist die Entrückungssprache, das ist das Harpasso, wie es in Griechisch heißt, hinwegnehmen mit den gerade Auferstandenen hinein in die Wolken. Dieselbe Sprache, wie es auch bei den zwei Zeugen der Fall ist. Und dann werden wir mit dem Herrn für immer sein. Das ist also das Ende, die Endperiode. So schreibe ich es mal in die Zeitlinie. Und das folgt nach den 3,5 Tagen des Todes und das kommt wiederum nach den 1260 Predigen in Sacktuch. So weit, so gut? Ja, ich weiß, wir haben einige technische Dinge in dieser Präsentation abzuhandeln und ich möchte sicherstellen, dass jeder mir folgen kann. Blicken wir nochmal zurück zum nächsten Vers im Kapitel der zwei Zeugen, im Vers 4 nun. Dies sind die zwei Ölbäume. Jetzt werden die zwei Zeugen definiert, wer sie sind. Also die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Es heißt hier nicht zwei Leute, nicht wahr? Natürlich sind sie als Leute repräsentiert, aber offensichtlich sprechen wir hier über symbolische Sprache. Nun, diese speziellen Symbole hier, die kommen direkt vom Buch Zacharia. Und dort im Kapitel 4 ist diese Szene beschrieben. Und er, der Engel, sprach zu mir, was siehst du? Und ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz von Gold und sein Ölbehälter an seinem oberen Ende und seine sieben Lampen an ihm, sieben, und sieben Gießröhren zu den Lampen, die an seinem oberen Ende sind, und zwei Olivenbäume neben demselben, einer zur Rechten des Ölbehälters und einer zu seiner Linken.
Hier haben wir dieses Bild. Hier ist also beschrieben, was Zachariah in der Vision sieht, nämlich den Leuchter und links und rechts die Ölbäume. Wir sehen auch hier die zwei Rohre, wo das Öl in den Behälter fließt, der über den Leuchter angebracht ist. Und das steht in Verbindung mit den zwei Zeugen, mit den zwei Ölbäumen. Da sprach er, ich springe zum Vers 14, das sind die beiden Söhne des Öls, welche bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Dieselbe Sprache, die wir schon in Offenbarung 11 bei den zwei Zeugen gesehen haben. Was wir also hier in diesem interessanten Bild sehen können, ist wiederum dargestellt im Himmel im Zeichen des Menschensohnes mit den zwei Ölbäumen als den zwei Zeugen. Im Himmel sind hier diese zwei Ölbäume so dargestellt. Ich habe sie natürlich in die Richtung der Konstellationen gedreht. Dort sieht alles ein bisschen verzerrt aus. Also hier sind diese zwei Zeugen, die zwei Zeugen der Zeit. Hier ist die Orion-Uhr im Gerichtszyklus. Das ist ein ganz eigenes Thema zum Studieren, wie wir die Uhr gefunden haben. Und dann ist die andere Uhr, die Pendeluhr. Aber beides sind eben Zeugen der Zeit. Und das ist ziemlich interessant und wichtig zu wissen für das Kapitel 11, weil es hier heißt, erneut Weissagen und das im Kontext der Zeit. Nun, im Zeichen ist hier die Taube, der Heilige Geist. Und dort ist auch dieses Gefäß des Geistes, des Öles dargestellt. Und du siehst ja auch, dass hier der Olivenzweig in der Taube ist. Das steht für dieses Öl. Und dann ist auch noch dieser siebenarmige Leuchter erwähnt. Nun, ich habe hier zwei Bilder übereinander gelegt, dort, wo die anderen Konstellationen dargestellt sind. Und ihr seht ja hier den Pfad der sieben Gemeinden, das ist ein anderes Studium. Wir haben das in der Vergangenheit schon behandelt. Aber du hast ja hier eine Verbindung mit den Briefen an die Gemeinden. Hier ist Laodicea, das ausgespien wird und andere. Aber hier hast du die sieben Gemeinden, in denen der Heilige Geist sein soll. Und das steht für den siebenarmigen Leuchter. Ja, genau. Danke auch. Und dann noch die zwei Rohre. Das sind natürlich die zwei Kometen im Zeichen. Und sie bringen ja das Öl von den zwei Zeugen zu den Gemeinden. Vom Orion fließt das Öl zu den Gemeinden und von der Horologium-Uhr, von der Pendeluhr fließt das Öl zu den Gemeinden. Alles hier im Zeichen dargestellt. Da gibt es eine eigene Botschaft über dieses Öl des Geistes. Mit das im Hinterkopf vergleichen wir das nun mit Daniel. Dort gibt es nämlich eine andere besondere Beziehung. Und dort erhalten wir noch mehr Hinweise für die zwei Zeugen. In Daniel 12, Vers 5, da heißt es, und ich, Daniel, sah und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stromes und einer dort am Ufer des Stromes. Also da steht ein Mann über dem Fluss, eine Person links am Flussufer und eine Person rechts am Flussufer. Ich zeige nur diesen einen Vers, weil ich darauf hinweisen möchte, dass hier der Fluss ist und ein Zeuge ist auf der einen Seite und der andere Zeuge auf der anderen Seite. Dasselbe Bild. Und in der Mitte, da ist dieser Mann über dem Fluss. Erinnere dich,
was wir schon ein paar Wochen zuvor betrachtet haben und gelernt haben. In diesem Teil hier, der hier erhellt ist, in der Mitte des Zeichens, das stellt den Körper, Seele und Geist eines Menschen dar. Und in diesem Falle, es ist Jesus oder der Gemeinde Philadelphia, wenn man möchte. Aber in dem Falle Daniels hier, da ist es eindeutig Jesus in der Mitte. Erinnere dich, das ist hier die Taufszene Jesu. Er ist hier unten im Wasser getauft und die Taube kommt hernieder und landet auf ihm. Das ist hier so dargestellt. Und dann ist ein Zeuge auf der einen Seite des Flusses und der andere Zeuge auf der anderen Seite. Nun, es ist ziemlich interessant, weil die Bibel sehr genau ist. Und das heißt ja, auf einer Flussuferseite und der andere auf der anderen Flussuferseite. Was bedeutet das? Hier, dieser Zeuge ist auf dieser Seite des Flusses. Und wenn du das hier betrachtest, dann siehst du, dass Orion wirklich auf der anderen Flussuferseite ist, so wie es auch die Bibel sagt. Das ist hier ganz sicherlich auf diese Szene hier am Firmament hindeutend. Einfach, dass man sich's gut vorstellen kann aus einer irdischen Sicht, hier dieses Bild. Und dann heißt es, und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, welcher über den Wasser des Stromes war, das ist eben Jesus. Wir sind hier wieder in Daniel 12. Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Und das ist hier eine ganz besondere Frage. Wie lange wird es dauern bis zum Ende dieser Dinge? Ich werde diese Frage hier nehmen und sie unten hin schreiben, sodass wir sie hier haben und nicht vergessen. Wie lange wird es dauern bis zum Ende? Das ist die Frage Daniels oder jene Person, die hier gefragt hat. Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, welcher über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte und seine linke zum Himmel, beide Hände erhoben, und schwur bei dem, der ewig lebt, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Hier haben wir wieder die ähnliche Ausdrucksweise auf 3,5 Jahre hin bezogen. Aber er hat das nicht nur mit einer Hand geschworen, sondern mit zwei Händen. Deshalb 3,5 Jahre und noch einmal 3,5 Jahre. Je für einen Zeugen, jeder hat seine eigenen 3,5 Jahre. Mit einer Hand zu dem einen Zeugen, mit der anderen Hand zum anderen Zeugen. Gut soweit? Alles klar. Lesen wir weiter. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, okay, bevor ich den Satz fertig lese, verstehen wir bitte, dass dieses Zerschmettern hier der Kraft des heiligen Volkes, was ist denn das? Nun blicken wir noch einmal auf die Zeitlinie. Dann sehen wir hier das Predigen in Sacktuch und was passierte nach diesem Predigen oder Weissagen? Sie wurden ja getötet von dem Tier, das von unten aus dem Abgrund heraufsteigt. Das ist das Zerschmettern der Kraft des heiligen Volkes. Es zeigt direkt auf diese Zeit, wenn die zwei Zeugen tot sind und sterben werden. Hier ist nun der Rest des Verses. Dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Okay. Es zeigt also auf diesen Punkt in der Zeit hin und drückt aus, dass dann alle diese Dinge vollendet sein werden. Es geht hier weiter, dann kommen noch mehr Zeitlinien, aber jede dieser 3,5 Jahre, also wenn man 30 Tage pro Monat rechnet, dann kommt man wieder auf
1260 Tage. Das, was wir hier also sehen, ist das Ergebnis, wenn wir Daniel und Offenbarung vergleichen. In der Offenbarung heißt es, dass sie für 1260 Tage in Sacktuch predigen, aber Daniel erklärt es, dass dieser Schwur mit zwei Händen für die zwei Zeugen geschworen wurde. Also ein Zeuge bekommt 1260 Tage und der andere ebenfalls erhält 1260 Tage. Also obwohl es in Offenbarung 1260 nur einmal erwähnt ist, aber wir es mit Daniel vergleichen, dann sehen wir, dass wir es zweimal nehmen müssen. Da gibt es eine Periode für zweimal 1260 Tage, in denen die zwei Zeugen prophezeien. Alles klar. Gehen wir weiter. Wie ich schon erwähnt habe, die Zerschmetterung der Kraft zeigt also auf diese Zeit, wenn die zwei Zeugen durch das Tier aus dem Abgrund überwunden werden. Gut. Dann heißt es weiter im Vers 8, und ich hörte es, also Daniel, aber ich verstand es nicht. Na, da ist kein Wunder, dass er es nicht verstanden hatte. Das war ja einige Jahrhunderte vor Jesu Geburt. Und das bezieht sich aber auf die Endzeit. Und ich sprach, mein Herr, was wird denn der Ausgang von diesem sein? Also er wollte wirklich wissen, was oder wie sieht das Ende aus? Und das heißt, gehe hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein, also versiegelt bis zur Zeit des Endes. Also nun, jetzt, zur Zeit des Endes. Das ist die Zeit, wo wir dieses Büchlein entschlüsseln können, weil wir die Erfahrung haben, weil wir zurückblicken können und verstehen, was passiert ist. Und ihr werdet das noch genauer sehen im Laufe des Gottesdienstes. Es heißt weiter, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Dieser Zeitbereich hier umspannt etwa 7 Jahre, also 1260 mal 2, das sind 7 Jahre nach 2014. Und das kommt hin auf diese Zeit, wo Covid gekommen ist und wo auch die Impfung gekommen ist. Auf diese Zeit zeigt es hin. Und viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Es geht hier um eine besondere Zeit der Anfechtung und der Reinigung. Und wir haben ja mitbekommen, dass in dieser Zeit genau das passiert ist. Nun, das ist auch dargestellt am Firmament. Denn Orion repräsentiert Jesus. Und die Sterne des Orion repräsentieren die Wunden Jesu an seinen Händen und seinen Füßen. Und die Gürtelsterne stehen für die Seitenwunde Jesu, die er mit dem Speer erhalten hatte nach seinem Tode. Hier ist auch der Fluss und der steht für das Blut und das Wasser, das aus seiner Seitenwunde floss. Erinnere dich, Blut und Wasser kam aus der Seitenwunde, als er die Wunde vom Speer erhielt. Dieser Fluss repräsentiert also nicht nur Wasser, sondern auch Blut. Und im Blut ist ja die DNA. Nun, wenn wir uns nur das Bild hier ansehen, da gibt es dieses Seemonster, der Zitus. Und das ist natürlich der böse Kerl, Satan. Und du siehst, dass er seinen Fokus darauf richtet, diesen Teil des Flusses umzuleiten und zu sich zu ziehen. Die Zeichnung zeigt das, dass seine Krallen direkt den Fluss packen und ihn zu sich zieht. Das steht für das sich an eigenen der menschlichen Genetik und diese zu manipulieren durch den Feind selbst. Es geht hier um das ganze bekannte Thema
mit der allgemeinen Injektion, die ja diese neue genetische Technologie beinhaltet und die körpereigenen genetischen Prozesse beeinflusst und ändert. Es kapert deine Zellen und gibt dort andere Instruktionen, die in Laboratorien hergestellt wurden. Also dieser Teil des Flusses, der in Richtung des Feindes abgelenkt und abgezweigt wird, das steht für die Zeit dieser Krise mit den Impfungen. Gut, fahren wir fort. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln und keine der Gottlosen werden es verstehen. Das, glaube ich, ist ziemlich einfach zu bestätigen, wenn du die Leute in der Welt betrachtest und wie sie handeln. Aber die Verständigen werden es verstehen. Okay, hier noch einmal einen kurzen Blick auf unsere Zeitlinie. Lesen wir weiter in dem nächsten Vers in Daniel 12. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird. Und bevor ich hier weiterlese, müssen wir diesen Vers genauer betrachten. Zumindest in Englisch ist hier der Ausdruck mit dem täglichen Opfer ziemlich verwirrend. Hier in Deutsch ist es ja beständig. Also das Wort Opfer steht gar nicht in der originalen Fassung. Das war ein Wort, das eingeschoben wurde, um irgendwie Sinn aus dem Satz zu machen. Sie haben ein kleines bisschen hineininterpretiert. Sie glaubten, dass es um das tägliche Opfer im Tempel ging. Aber das einzige originale Wort bedeutet täglich. Und sie haben das tägliche Opfer hinzugefügt. Also wir können dieses Opferwort streichen. Es gab es nicht im originalen Vers, im originalen Text. Also das tägliche oder in unserem Fall beständige, das heißt wahrhaftig, nämlich das Fortwährende, das Immerwährende. Und vielleicht kannst du nun verstehen, warum die Übersetzer hier ein anderes Wort verwendet haben, aber für uns macht es so viel mehr Sinn. Und von der Zeit an, da das Fortwährende abgeschafft wird, also was ist das beständige Fortwährende, wenn etwas immer weiter fortgeführt ist, wenn etwas beständig ist? Ja, Perpetuum, also von Generation zu Generation, es ist fortwährend. Und das ist natürlich unsere DNA. Es spricht hier von unserer Genetik, die immer so weitergeführt ist. Von Adam und Eva gibt es eine beständige Reproduktion während all der Generationen. Das ist alles in unserer DNA eingeschrieben. Und auf das bezieht es sich hier, wenn es heißt, das Beständige, das Fortwährende. Du siehst, all diese Dinge sind hier verbunden in diesem einen Thema. Also es heißt, und von der Zeit an, da das Beständige, also die DNA, abgeschafft wird oder weggenommen wird, und was nimmt die DNA weg oder verändert sie, wenn sie manipuliert wird natürlich. Und nun haben wir eine fremde DNA oder fremdes Material in unseren Körpern. Das nimmt also das Beständige hinweg. Und es ist mittlerweile auch bestätigt, Jahre nachdem die Leute die Impfungen genommen haben, produzieren sie immer noch dieses Spike-Protein in den Körpern. Und das zeigt, dass was auch immer sie getan haben, das war nicht eine einmalige Sache, sondern es hat sich in die eigene DNA eingeschrieben und dann der Körper produziert diese Fälschung als ihre eigene DNA. Es hat also das Original Gottes hinweggenommen, die originale DNA. Und nun ist hier dieses mit fremden DNA vermischte Konglomerat in uns. So, jetzt können wir verstehen, dass wir an diesem Punkt hier die genetische Beständigkeit
weggenommen oder aufgehoben wird, nachdem die Prophezeiung der zwei Zeugen endet. Und das ist auch die Erklärung, wie der Feind die zwei Zeugen tötet. Denn die zwei Zeugen prophezeien ja für die Kinder Gottes und warnen sie, nehmt nicht dieses Produkt. Werde nicht eine Beute für diese neue Technologie. Und leider, wie du weißt, hat die Mehrheit der Leute den Rat nicht angenommen und deshalb in symbolischer Weise war es der Tod der zwei Zeugen. Ja, genau. Die DNA, wenn du so magst, ist ja dort, wo der allerheiligste Ort im Körper ist. Die DNA, das ist nicht nur etwas in der Zelle, sondern im Zellkern. Also am allerheiligsten Teil des Tempels des Körpers. Und das ist es, wo der Mensch einen Eingang gefunden hat durch diese neue Technologie. Ja, da gäbe es viel dazu zu sagen, aber um unseren Schöpfer zu ehren, muss er am Thron in unserem allerheiligsten Ort im Körper sitzen. Okay, lesen wir weiter. Und von der Zeit an, da das Beständige weggenommen wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Jetzt kann man beginnen zu verstehen, was ist denn dieser verwüstende Gräuel? Das ist dieselbe Situation, dasselbe Thema, über das es hier geht. Der verwüstende Gräuel, der nimmt die originale Genetik Gottes hinweg. Es ist ja die Blaupause, wer wir sind. Und das wird ersetzt mit der menschengemachten Genetik. Okay. Bemerke bitte hier, achte darauf, es heißt hier, dass das verwüstete Gräuel aufgestellt wird. Das ist etwas, wo etwas beginnt, wo sich etwas formt oder entwickelt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. So, betrachten wir diese Stelle hier. Wir haben zwei Teile hier. Zunächst wird das Gräuel aufgestellt und dann wird das Beständige, die DNA, wird hinweggenommen. Also die originale Genetik von Gott aus Eden. Zunächst das Aufstellen des Gräuels und dann das Beständige hinwegnehmen. Und von der Zeit weg sind es 1290 Tage. Und hier wird es ziemlich interessant. Und vergiss bitte nicht, dass hier die Frage im Raum steht, wie lange wird es bis zum Ende sein? Und hier ist die Antwort 1290 Tage. Also das gibt uns einen Hinweis, was wir hier tun müssen. Denn in Offenbarung, da heißt es, dass die zwei Zeugen 3,5 Tage tot waren. Aber wir wissen auch, dass es das Tag-Jahr-Prinzip in der Bibel gibt, wo ein Tag auch ein Jahr repräsentieren kann. Und ganz sicherlich finden wir hier die Antwort, die uns sagt, ob das tatsächlich buchstäbliche 3,5 Tage sind, halbe Woche, oder ob es 3,5 Jahre sind. Die 1290 Tage, das sind 3,5 Jahre. Nun, wir haben gesehen, dass 3,5 auch 1260 ist. Das gibt uns jetzt einen weiteren Monat und trotzdem ist das innerhalb dieser 3,5 Jahr-Grenze. Warum ist das so? Weil das aus dem Verständnis des jüdischen Kalenders kommt. Manchmal haben sie einen extra Monat in einem Jahr. Sie haben nicht Schalttage, aber Schaltmonate in ihrem Mondkalender. Also es sind immer noch diese selben 3,5 Tage, die wir in der Offenbarung sehen. Aber nun verstehen wir, dass es in Wahrheit 3,5 Jahre sein müssen.
Indem wir also Daniel mit Offenbarung in Verbindung bringen, da füllen wir dann diese Details auf. Zunächst haben wir verstanden, dass die 1260 Tage verdoppelt werden müssen, weil Jesus im Schwur beide Hände hebt. Dann sehen wir den nächstfolgenden Teil, dass nämlich die 3,5 Tage in der Offenbarung in Daniel geklärt werden und sagt, hey, warte mal, das sind 1290 Tage und nicht nur 3,5 buchstäbliche Tage. Deswegen verstehen wir es, es sind 3,5 Jahre. Nun haben wir all diese Teile in der Zeitlinie korrekt aneinandergereiht und wir kommen darauf noch einmal zurück natürlich und füllen noch weitere Details ein. Lesen wir hier weiter im Kapitel 12. Glückselig der, welcher harrt oder wartet. Das ist nach den 1290 Tagen und 1335 Tage erreicht. Nun haben wir eine weitere Zeitangabe. Das Schlüsselwort ist aber hier harren oder warten. Klingt das so, als ob man eine weitere Zeitlinie anreihen müsste oder ob die 1290 Teil davon sind und man wartet einfach ein bisschen länger, bis 1335 Tage erreicht sind? Das ist also einfach ein bisschen Verlängern der 1290. Das bedeutet, dass die 1335 Tage und die 1290 Tage am selben Punkt beginnen. Wir werden das noch genau herausfinden, wo die beginnen. Das ist viel Information heute. Kannst du noch folgen? Okay. Also, die 1335 Tage führen uns bis zum Ende. Wie lang wird es ja dauern bis zum Ende? Und da gibt es eben einige Endpunkte und wir werden herausfinden, was es ist, das Ende. Erinnere dich, 1290 Ende und das 1335 Ende. Und dann erhalten wir die Information, die wir brauchen, um von dort zurückzuarbeiten und die Details herauszufinden, die diese Zeitlinien einrahmen. Denn es wird hier Daniel gesagt, du aber gehe hin bis zum Ende. Und du wirst ruhen, also im Tode, und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. Also stehen in deinem Los oder Lot, was ist das? Das ist das Erbe. Stehen im Lot, also nicht nur die Auferstehung, aber an deinem Ort, in deinem Erbe, in dieser Portion, die du erhalten wirst. Und zwar die Gott für Daniel, so wie er es für jeden von uns bereitet hat. Jeder von uns hat ein himmlisches Los im himmlischen Jerusalem. Auf das bezieht es sich. Also, am Ende dieser 1335 Tage, das ist es, wenn Daniel in seinem Los, in seinem Platze, im Königreich Gottes steht. Okay? Das ist also hier, wenn Daniel in seinem Los steht. Ich habe jetzt nicht die Zeit, über all diese Details davon zu sprechen. Wir haben aber auch einen Artikel darüber geschrieben, noch nicht so lange her. Das hier ist das Bannerbild von diesem Artikel mit dem Titel Die siegreiche Gemeinde. Und in dem Artikel, da wird erklärt, dass dieses Datum hier am 4. Juli sein wird. Ich stelle nur den Bezug dazu her, aber ich möchte einen Punkt noch klären. Und das ist der 4. Juli 2024, das Ende der 1335 Tage. Aber du sagst, ja, pass mal auf, da ist ein ganzes Millennium dazwischen, bis Daniel wirklich in seinem Lot steht. Und das ist eben in diesem Artikel beschrieben, im Artikel Die siegreiche Gemeinde.
Verstehen wir bitte, dass die Bibel nicht so ein altmodisches Buch ist. Denn Gott weiß ja über die moderne Physik und über die Relativitätstheorie Bescheid. Und dass, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit reist, dass die Zeit einige relativistische Effekte hat und langsamer wird, ohne dass wir hier zu sehr ins Detail gehen, sagen wir einfach so, dass während unserer Reisezeit zum Orion, das sind 7 Tage, vergehen auf der Erde 1000 Jahre. Weil eben die Reisegeschwindigkeit so schnell ist, sagt die Relativität, dass mehr Zeit auf der Erde vergeht. Aus dem Blickwinkel der Erde betrachtest du jemanden, der schneller als das Licht reist, in den Weltraum hinein, dann wissen wir aus der Relativitätstheorie von Albert Einstein, dass es viel länger dauert. Auf der Erde empfindet man die Zeit länger. Oder mit anderen Worten, jene, die zurückbleiben müssen, für die ist die Zeit viel länger als wie für jene Gotteskinder, die reisen. Im Endeffekt ist es so, die Gerechten mit Jesus reisen 7 Tage. Sie fühlen es als 7 Tage. So wie wir eine Woche empfinden würden, so ist es auch bei der Reise. Eine Woche Reise. Aber das ist eine andere Geschwindigkeit, viel schneller, als wir uns vorstellen können. Und deshalb ist es so, und weil wir das aber wissen, dass wenn man mit einer solchen schnellen Geschwindigkeit reist, dann ist auf der Erde die Zeit viel länger. Also, wir fühlen bei der Reise nur 7 Tage. Wenn wir zurückblicken nach diesen 7 Tagen auf die Erde, dann sind dort 1000 Jahre vergangen. Also das Jahr 3024 ist dann auf der Erde. Eine kleine technische Erklärung. Also deswegen schreiben wir hier 4. Juli als das Ende der 1335 Tage. Und das zeigt aber auf die Zeit nach dem Millennium, wenn dann Daniel in seinem Lot steht. Aber das Tolle an der Sache ist, dass durch diese Studie diese Zeitrechnung bestätigt ist, weil die 1335 Tage das Millennium beinhaltet, also diese Woche, Reisewoche beinhaltet. Was wir also hier haben, wir rechnen jetzt vom 4. Juli 2024, 1335 Tage zurück, und das bringt uns dann zum 8. November 2020. Okay? Nun, natürlich hat das offensichtlich noch keine Bedeutung, aber es müsste auch in Verbindung stehen mit dem Aufstellen des Gräuels. Wenn man ein kleines bisschen sucht, dann findet man etwas sehr Interessantes. Ich denke, ihr kennt diese beiden Firmen. Sie geben bekannt, dass der Kandidat gegen in der ersten Zwischenanalyse der Phase 3-Studie einen Erfolg erzielt hat. Und das ist die Überschrift. Und dann geh bitte auf den Text dieser Ankündigung acht. New York, Mainz, Deutschland, gaben heute bekannt, wir sehen, das ist 8. November, dass ihr mRNA-basierter Kandidat mit dieser Nummer hier gegen bei Teilnehmern ohne vorherigen Nachweis einer Infektion den Nachweis der Wirksamkeit gegen Corona erbracht hat. Dies geht aus der ersten Zwischenanalyse zur Wirksamkeit hervor, die am 8. November 2020 von einem externen unabhängigen Datenüberwachungsausschuss der klinischen Phase 3 Studie durchgeführt wurde. Zusammenfassung: Das Gräuel wurde aufgerichtet. Lesen wir weiter im selben Artikel, ein bisschen weiter unten.
Dort heißt es, heute ist ein großartiger Tag für die Wissenschaft und die Menschheit. Die ersten Ergebnisse unserer Studie der Phase 3 liefern den ersten Beweis für die Fähigkeit unseres zu verhindern, sagte Dr. Albert, Vorstandsvorsitzender und CEO von. Dann heißt es weiter, wir erreichen diesen kritischen Meilenstein in unserem Entwicklungsprogramm. Das heißt, das Gräuel ist aufgerichtet. Das steht genau hier, so kann man es interpretieren. Kritischen Meilenstein im Aufrichten, im Entwickeln des. Er spricht hier von dieser Technologie, dieser mRNA-Technologie. Das ist es, was unser eigenes genetisches System beeinflusst. Weiter heißt es, zu einer Zeit, in der die Welt ihn am dringendsten benötigt, da die Infektionsraten neue Rekorde erreichen, die Krankenhäuser kurz vor der Überkapazität stehen und die Wirtschaft um die Wiedereröffnung kämpft. Also, das Gräuel ist aufgerichtet. Und das war am 8. November 2020. Genau, und exakt 1335 Tage bevor dem Punkt, den wir von anderen Studien früher schon gefunden haben, nämlich den 4. Juli, wenn Daniel sein Los betreten wird auf der neuen Erde. Konntest du den Erklärungen folgen? Ja, okay, gut. Dann machen wir weiter. Gehen wir zurück, weil wir ja diese 1290 Tage noch hatten. Wir brauchen den Kontext wieder. Und von der Zeit an, da das Beständige abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, also von da weg, da sind 1290 Tage. Also nun wissen wir, dieses Datum kennen wir, 8. November 2020. Da ist es, als das Gräuel aufgerichtet wurde. Jetzt zählen wir nach vorne, 1290 Tage, und wo landen wir? Am 20. Mai 2024. Nun, gerade diese Woche haben wir einen Artikel publiziert mit dem Titel Babylons Stunde der Verwüstung. Und in diesem Artikel wird sehr viel über den 20. Mai 2024 berichtet. Okay. Das hier kommt mehr oder weniger von diesem bereits publizierten Artikel. Und hier betrachten wir die siebte Plage, und die dauert über die Zeitperiode vom 20. Mai bis zum 26. Mai eine Woche, dann ist der einzelne Tag 27. Mai und dann eine weitere Woche danach. Und biblisch betrachtet steht das in Verbindung zum siebten Siegel, wo Jesus herniederkommt, das siebte Siegel ist offen und die Stille im Himmel erfüllt sich, weil ja Jesus und sein himmlisches Heer kommt vom Himmel herab. Und dann ist der 27. Mai, das ist der Tag der großen Auferstehung, wenn also Jesus die unzählbare Schar aller geretteten Toten auferweckt und am Jahrestag der Auferstehung Jesu passiert das. Das bedeutet vielleicht für dich nicht so viel, aber ganz am Beginn unserer Bewegung in 2010, das eines der ersten Dinge, die wir studiert hatten, war der hebräische Kalender. Und wir haben mit dem Kreuz begonnen. Wann war die Kreuzigung Jesu? Und von diesem Studium her haben wir verstanden, wie der göttliche Kalender funktioniert. Und das deutet hin auf die Kreuzigung Jesu am 25., auf die Ruhe im Grab am 26. und die Auferstehung am 27. Mai, alles im Jahr 31. Und hier am Jahrestag
Am selben 27. Mai ist auch die große Auferstehung aller Erlösten. So wie er, der Herr Jesus, die Erstlingsfrucht ist, der erste der Auferstandenen, so sehen wir hier am 27. Mai die gesamte Ernte auferstehen, am selben Jahrestag. Danke. Das hier war die Osterwoche des Herrn Jesus vom glorreichen Einzug nach Jerusalem, als er auf einem Esel nach Jerusalem ritt. Das war der 20. Mai. Und dann folgte sein Leiden hier am Ende dieser Woche. Also der 20. Mai zeigt zu dem glorreichen Einzug. Und das ist auch, wenn Jesus vom Himmel her kommt und sozusagen in unsere Erdatmosphäre beginnt einzutreten. Und nach der Auferstehung ist dann die Himmelfahrt mit der Braut, die Auffahrt der zwei Zeugen zu dieser Zeit. Also der 20. Mai ist also das Datum, wo die 1290 Tage enden und hindeuten. Und in den Worten Daniels zu sprechen, das ist das Ende dieser wunderbaren Dinge. Das zeigt auf den 20. Mai. Die 1290 Tage enden dort und die 1335 Tage enden, wann Daniel in seinem Lot stehen wird. Amen. Alles klar. So, viel, viel Information heute, ich weiß. In Offenbarung 11, im Vers 11, da heißt es über die zwei Zeugen, und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel über sie, die sie sahen. Und das ist vielleicht etwas verwirrend, wie es geschrieben ist mit diesem nach den drei Tagen, weil die Auferstehung und auf den Füßen stehen muss ja vor den dreieinhalb Tagen geschehen. Aber das Wort nach bedeutet im Griechischen Folgendes. Es ist das Wort meta, und das bedeutet Begleitung oder inmitten. Also es muss nicht unbedingt bedeuten, so wie wir das interpretieren würden, dass es danach ist, nach den dreieinhalb Tagen. Aber es kann auch bedeuten, dass während dieser dreieinhalb Tage alle diese Dinge geschehen würden. Und dann passt es perfekt in die ganze Sequenz. Denn alle diese Dinge passieren sozusagen gegen Ende dieser dreieinhalb Jahrperiode. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steiget herauf, also die Entrückung. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Schauen wir noch einmal auf unsere Zeitlinie. Da haben wir das Ende der dreieinhalb Tage, also der dreieinhalb Jahre oder der 1290 buchstäblichen Tage. In währenddessen alle diese Dinge geschehen, sie werden auferweckt, stehen auf ihre Füße. Das zeigt auf den 20. Mai. Und dann sagt Jesus, steig herauf. Und dann eben steigen sie in den Himmel hinauf. Nun, an diesem Tag, am Tag der Auferstehung, da gibt es einen weiteren wichtigen Punkt anzumerken. Denn wir betrachten ja Daniel und Offenbarung parallel. Daniel sagt 1290 Tage, Offenbarung sagt dreieinhalb Jahre oder dreieinhalb Tage, aber wir verstehen es, dass es dreieinhalb Jahre sein müssen. Aber speziell heißt es 1290 Tage. Dreieinhalb kann auch 1260 Tage sein. So würde man das normal sagen, dreieinhalb Jahre. Nun, vom 27. Mai, dem Tag der Auferstehung, wenn wir nun 1260 Tage oder dreieinhalb Jahre zurückrechnen, so wie es heißt, direkt in der Offenbarung, dann
Also vom 27. Mai, so wie ich im folgenden Bild schon gezeigt habe, dann kommen wir zum 14. Dezember 2020. Und das sollte nun Übereinstimmung mit dem Beständigen hinwegnehmen. Erinnere dich, beide dieser Dinge waren im Vers in Daniel erwähnt. Das Aufstellen des Gräuels und dann das Beständige wegnehmen. Und das würde bedeuten müssen, dass es um die erste Verabreichung dieser Impfung geht. Hier ist die erste Person, die die erhalten hatte, und zwar in Amerika. Die Washington Post schreibt, warum erhielt diese New Yorker Krankenschwester die erste landesweit. Wir waren geschockt, das ist nicht wichtig, aber es heißt hier weiter, Sandra träumt schon lange davon, anderen zu helfen und sagt, dass es für sie als schwarze Frau wichtig sei, den zu bekommen. Hier ist das Datum, 14. Dezember. Und hier ist ihre Bescheinigung in den Archiven abgespeichert. Sie hat die am 14. Dezember 2020 die erste Person in den USA wird. Und das zeigt genau auf das Beständige, das hinweggenommen wird. Und das war, wenn es tatsächlich implementiert wurde. Ja, genau. Natürlich, während der Testphase wurden diese fernen Personen versucht, aber das war die erste Verabreichung der außerhalb der klinischen Tests, wenn sie also freigegeben wurde für die Öffentlichkeit, für die erste Person. Also, wir sind fast durch. Wir haben jetzt einige dieser speziellen Datums hier gesehen. Und da gibt es noch ein weiteres. Wir haben hier bereits den Zeitbereich von 2x1260 Tagen für diese erste Periode. Und nun haben wir hier fixe Punkte, diese zu verankern. Also, wenn wir vom 14. Dezember zurückrechnen werden, 2x1260 Tage, dann kommen wir auf den 20. Jänner 2014. Nun, das ist das letzte Jahr des Orion-Gerichtszyklus, das wir am Beginn ja schon gesehen haben, in der Orion-Uhr. Und diese Uhr ist besonders verbunden mit der Siebenten-Tags-Advent-Gemeinde. Und dieses Ereignis, das am 20. Jänner 2014 geschah, das passierte in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. Und trotzdem ist es verbunden mit dem allgemeinen Thema, obwohl es in 2014 war. Es handelt sich um einen Studienausschluss zur Theologie der Ordinierung. Das ist ein Bild von diesem Studienausschuss. Und es war eben am 20. Jänner 2014, als sie diese Sitzung begonnen haben. Hier ist ein Programm abgebildet, ein PDF habe ich gefunden von diesem Ereignis. Hier am 20. Jänner 2014, da war am Abend die Registrierung und am Morgen des nächsten Tages begannen sie ihre Sitzungen. Was hat das mit dem gesamten Thema zu tun? Nun, was haben sie dort gemacht? Sie haben die Theologie der Ordinierung studiert, oder mit anderen Worten, es ging darum, ob oder ob nicht eine Frau ordiniert werden sollte als Pastor oder nicht. Es gibt ja viele Ämter, die von Frauen ausgeführt werden können, aber die Kirche musste
sicherstellen oder aufrechterhalten, nämlich ihren Steuerbefreiungsstatus. Und Teil davon ist eine Voraussetzung, nämlich, dass man nicht diskriminiert. Deshalb hatten sie diese Sitzungen eigentlich nur deshalb, zumindest wenn man zwischen den Zeilen lesen möchte, dann kann man sehen, dass das etwas war, das sie tun wollten oder mussten, um die Anforderungen der Regierungen zu erfüllen. Heute haben wir ein Wort dafür. Kennst du das? Ja, Kompromiss. Dieses Wort, das gilt schon lange, aber wir würden heute sagen, sie waren woke. Alles ist gleich. Und es zeigt einfach, und Gott zeigt ja auch darauf, dass es der Beginn einfach war. Denn damals, zu dieser Zeit, da könnten sie auch die Zeitbotschaft bereits verkündet haben. Sie hätten tun können, was Gott für sie vorgesehen hatte und dass sie erneut weisgesagt hätten. Und wenn sie diesen Weg eingeschlagen hätten und wenn sie die Zeitbotschaft angenommen hätten und sie auch verkündigt hätten und die Zeit erneut angegeben hätten, das ist, was wir jetzt ja tun. Und was haben wir gefunden? Wir haben punktgenau gefunden, was das Gräuel, das Verwüstung anrichtet, ist. Und wir sehen, wie die zwei Zeugen auf dieses Thema zeigen. Aber anstatt wollte die Gemeinde woke sein, wollte inklusiv sein. Sie haben studiert, wie sie herausfinden können, dass man etwas in die Bibel hineinlesen kann, um das zu finden, was man möchte, sodass man die Regierungen und ihre Ansprüche zufriedenstellen kann. Und das ist der Beginn, das musst du verstehen. Das ist ein kleiner Schritt, aber der führt zu einem Schritt nach dem anderen. Und zum Beispiel, wenn man natürlich die Tür öffnet für die Frauenordination, also Frau als Pastor, dann was hindert einem, auch eine LGBT-Person als Pastor zu ordinieren? Durch dieselben Argumente kann man das eine nicht verbieten und das andere erlauben oder umgekehrt. Also, heute sehen wir das Ergebnis dieser Abweichung hier ganz am Anfang und Gott zeigt ganz auf den Beginn hin. Und wenn wir das Ganze global betrachten, heutzutage haben wir dieses LGBT-Thema am Tisch, in den letzten Jahren oder des Jahrzehnts. Aber was war denn davor? Was war denn in den 50 Jahren zuvor? Da begann die Frauenrechtsbewegung. Wir sehen dieselben Prinzipien, dieselben Sequenzen der Ereignisse, genau gleich wie es in der Gemeinde passiert ist, so ist es auch weltweit passiert oder in der Welt passiert. Und es geht eigentlich zurück bis nach Eden, denn Satan, die Schlange, verführte Eva und sagte, diese Frucht, die macht dich klug, die erhebt dich, du wirst so sein wie Gott. Und die bringt dich, die Frau, zu einem höheren Bewusstseinslevel, weil sie ja nicht zufrieden war mit der Position, die Gott ihr gab. Also das ist kein populäres Thema natürlich, aber auf das zeigt Gott einfach hin. Ja, genau. Alles geht zurück auf Eden. Ob es die Sache oder die Rolle der Frau ist oder ob es das Konzept der Ehe betrifft. Gott schöpfte Adam und Eva und sagte, ihr seid nach meinem Bildnis geschaffen und das war sein Konzept für die Ehe. Und der Mensch sagt, oh, ich mache, was ich möchte, Liebe ist Liebe. Und er hat seine eigene Definition. Der Mensch missachtet also, was der Schöpfer konzipiert hat und macht sein eigenes Ding.
Das ist dasselbe Grundprinzip. Und ja, das ist auch in Verbindung mit der DNA anzuwenden. Und man sieht das mehr und mehr, wenn man ein homosexuelles Paar hat, das kann ja von sich selbst keine Kinder zeugen. Also müssen sie es ja von irgendwo anders herbekommen. Und das ist einfach deshalb so, weil die DNA nicht zusammenpasst. Und letztendlich ist unsere Generation heute, ja genau, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und unsere Generation nimmt also die Grenzen auch nicht an, die Gott in der DNA gegeben hat. Ein Mann ist ein Mann, weil er in seiner DNA ein X und ein Y-Chromosom hat. Und eine Frau ist eine Frau, weil sie nur ein X und ein X hat. Da gibt es einen biologischen Unterschied. Und wie Leute das ignorieren können, das weiß ich nicht, aber sie tun es. Und sie ignorieren auch den Schöpfer, der diesen Unterschied in die Genetik gesetzt hat und nicht nur in unser äußeres Erscheinungsbild. So, das war aber eine Menge an Informationen. Aber wir sind durchgekommen. Und ich denke, und würdest du zustimmen, dass es schlussendlich ganz klar auf dieses Thema der Impfung hinzeigt und ganz besonders auch auf die Technologie, die dahinter steht und in Gottes Sicht verwerflich ist. Okay? Mit dem schließen wir bitte mit einem Gebet. Lieber himmlischer Vater, danke dir, du bist unser Schöpfer. Und wir achten deine Schöpfung. Wir nehmen die Grenzen an, die du für uns vorgesehen hast. Denn wir sehen, je mehr wir über dich lernen, desto mehr erkennen wir, dass du die besten Interessen für uns hast. Und auch wenn wir oft nicht verstehen, warum du gewisse Grenzen uns gibst, aber wir akzeptieren das, weil wir wissen, dass du alle Dinge gut machst, so wie du auch im Schöpfungsbericht gesagt hast, alles ist sehr gut. Wir danken dir, denn sogar schon von Beginn der Schöpfung an hast du gewusst, wann all diese Dinge geschehen werden. Und deinen Kometen hast du befohlen, durch das Weltall zu reisen und darauf zu warten, bis auf diese Zeit, in diesen letzten Momenten der Weltgeschichte, dass sie offenbar machen würden, nämlich die Zeit, die in deinem geschriebenen Wort steht und wann sie sich in dieser Endzeit erfüllt. Wir danken dir, Herr, für deine gnadenvolle Fürsorge und für das Verständnis deines Wortes. Das ist ein Geschenk von dir, eine Offenbarung. Das kommt nicht von unserem eigenen Tun, aber wir unterwerfen uns dir und du offenbarst die Dinge in deiner Zeit. Wir danken dir und lieben dich und bitten, dass du mit uns alle Zeit gehst, bei allem, was wir tun, und dass wir dich ehren können. Und alle Ehre sei dir gegeben. Und das beten wir im Namen Jesus Christus und in dem neuen Namen deines Sohnes, Alnitak von Orion. Amen. Alles klar. Nimm das bitte zu Herzen und teile die Botschaft, denn es ist sehr wichtig, ganz besonders dieses Thema. Es flammt ganz bestimmt noch einmal in diesen kommenden Wochen auf. Alright.